You said you play blitzball? Uh-huh. You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Huh. Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Uh-uh. Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh. And one thing. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Oh, uh-huh. Aha, mhm. Es ist total kurios. Total kurios. Kurios, kurios, kurios. My Xanarkand? Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Since Sin Attack. Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place. That I could go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way! Da lag ja noch irgendein Item da rum, das gibt's da gar nicht. Hey! Uh-oh, Purzelbaum. Bisher habe ich aber sehr cool am Spiel, dass ich so wenig selbst lesen muss. Was? Ja, das Item war noch nicht genug, was da war. Wie, es war noch so ein blödes Buch von den Leuten. Ah, toll. Und zurück in die Vergangenheit, oder wie? Ja. Glaube schon. Und was nun? Jetzt bin ich wieder in meiner Zeit. Wahrscheinlich. Oder ganz woanders. Muss man nicht verstehen. Riku! Blitzball! Hey, sagt er im Englischen. Im Deutschen oder Menschen. Faszinierend. Was für ein hässlicher Kerl. Kann sich gleich mal mit Hidus in einen Raum setzen. Kamera wie drehen? Nee, ne? Oh Mann. Jetzt bin ich aber offenbar endlich mal bis. Oh, sieht aber. Sieht nicht so geil aus hier, aber die Grafik. Obwohl es HD Remaster ist, aber. Ach, die hätten bei Sprites bleiben sollen, ganz ehrlich. Bei vorgerenderten Hintergrundbildern. Das wäre irgendwie cooler gewesen. Hatte mehr Stil als das hier. Denn offenbar war damals die Technik noch nicht so gut, um das ordentlich darzustellen. So wie jetzt zum Beispiel Final Fantasy 13 oder 14. Aha! So, und wenn ich mich nicht täusche, ist der Typ da eben gerade wacker und ist ein ziemlicher Idiot. Was nahe liegt, denn im Japanischen heißt Backer Idiot. Und wacker klingt ja fast genauso. Wacker, backer. Backer. Idiot also. Schwimmen. Ich würde die Kamera echt gerne drehen können. Das wäre schon geil. Aber wir müssen ja schon wieder irgendwie in einer anderen Zeit sein. Denn hier wird ja scheinbar Blitzball gespielt. Also ist Teil 10 eine einzige Zeitreise-Story, ja? Weil ich weiß,
Wacker und Riku sind auf jeden Fall Teil des Teams später irgendwann. Wenn die aber aus verschiedenen Zeitepochen kommen, muss ich ja wie hin und her wechseln oder wie oder was oder wo oder wer. Kamera drehen können ist doch das Minimum und sowas. Warum geht das denn nicht? Na egal. Hallo, ihr Fremdlinge. Bist du hässlich, ey. Das Generic, wie man Yo. Sehen kann am Gesicht. Hiya. You wanna try that move one more time? Finally. Things were starting to look up. Falsche Richtung, da kommt doch keiner hin. You know, amateur. Who you play for? The Zanarkin Abes. Vielleicht doch keine Vergangenheit mehr. What team you say again? I meant forget that. I got too close to Sin and my head's all foggy like. So, I don't know where this place is, or even where I came from. Sin's toxin got to you, but you're still alive. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Waka, coach and captain of the Besaid Aurochs, brother. What, you hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Ach, die Synchro ist echt, naja, im Spiel hier. I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. It's true Zanarkin was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Zanarkand along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago, just like you said. If you ask me, Sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me though, is we gotta suffer. Because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? But you from the Zanarkand Daves, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying that team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I'd just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. Echt wirklich komisch alles hier. Also doch immer noch auf einer gleichen Zeit wie eben gerade. Naja, okay. Aber es ist natürlich ein komisches Spiel, ist das bisher. Also überhaupt nicht Final Fantasy für mich. Ich komme damit nicht so richtig zusammen, nee. Ja, okay. Mist. Schon irgendwie alles komisch. Ich wollte irgendwas sagen gerade. Hab nur vergessen, was. Ja, genau. Also diese... Es ist total schwer. Ich versuche das Englische ein bisschen mitzuhören. Problem ist, Wacker spricht zu blöde. Da muss ich doch ein bisschen auf den Titel gucken unten, um sicher nicht zu verpassen. Und dann wiederum... sagt der Titel so andere Sachen als das, was er selbst sagt. Da komme ich total durcheinander gerade. Das ist hammer anstrengend. Also entweder finde ich die Möglichkeit, den Untertitel auch auf Englisch zu machen, oder aber
ich mach die Sprache aus. Ich weiß nicht, aber das ist total irritierend. Hey, it's this way. Wenn die so was ganz, ganz anderes reden, zum Teil da unten steht. Das ist total eklig. Ja. Hallo? Und schubs. Tot. What's the big idea? Wahrscheinlich gar keine. Jetzt kuscheln wir eine Runde oder wie? Was? Warum bekommt man hier überhaupt keine Erklärung für irgendwas? Man wird ja einfach ins Spiel reingeworfen, die Ereignisse überschlagen sich so ein bisschen und dann ist gut oder wie? Find's nicht gut. Das war nicht so. Oh ja. Blitzballspieler for life, der Typ hier. Aber auch sehr ungewohnt, dass man sich nicht durch pures Kämpfen einfach weiterlevelt, sondern eben dann noch nach dem Kampf das Sphärobrett nutzen muss. Aber ich glaube, das Sphärobrett an sich finde ich jetzt schon ziemlich cool. Das könnte Potenzial haben. Das ist halt nur sehr ungewohnt, dann das auch so nutzen zu müssen, statt einfach nur Level zu steigen. Ich kann mal drehen, viel zu blöd gerade. Das bräuchte ich sehr. Jawohl, Mon B bitte angreifen. Wir greifen Mon A an, ne? Den Dreier-Schwarm. Au. Er lebt ja noch. Musik wird echt lauter. Ich muss dran denken nach der Aufnahme. Aber ich mache gleich Schluss, deswegen ist die Chance relativ hoch, dass ich es behalte im Kopf. Mal gucken. So, ist hier irgendwas für mich? Nicht so, wie es aussieht. Die Kamera würde ich echt gern drehen können. Warum geht denn das denn nicht? Greift das Monster A an, ist klar. Voll sinnvoll auch. Die haben auch mal echt unterschiedlich viel Leben, die Gegner. Ich meine, eben war er mit 230 nicht tot, jetzt war er mit 219 schon tot gewesen. Oh man, noch eine Truhe. Weil hier auch normalerweise unter Wasser alle Truhen zu finden sind. Und die schwimmt auch noch so halb. Was ist hier auf dem Boden? Hier auf dem Boden ist sie, glaube ich. Dann ist das schon sinnvoller. Oh Mann. Wenigstens war der Kampf sehr flüssig, muss man auch sagen. Das ist äußerst positiv. Keine lange Spirale, die man dann einen ewig warten lässt. Wie in Teil 9 vor allem. Jüngst erst noch. Das war jetzt total echte Qual da. Achso, weil es drei, ach mal. Genau, deswegen. Es sind drei verschiedene. Man muss zu eins oder zu zweit. Zu eins ist auch eine schöne Aussage. Level up. Also, theoretisch. Du hast nicht den Boden nicht mehr. Echt jetzt? Ich hoffe, ihr seid nicht versteckt. Ich kann nichts mehr sehen unter Wasser. Die Kamera hat aber nicht mit. Wird schon hoffentlich stimmen. Hinterhalt? Auch nö. Dam, dam. Autsch. Ja, ist doch gut. Nicht B. A, A, A. Nee, B, andersrum. Ach. Egal. Oh, Tori, ich bin auf zwei Pistolen gestorben und 18 Schaden. Das versteht mal einer. Naja. So, ich will gerne speichern und aufhören für heute. So, Sequenz danach speichern bestimmt. Da steht Muhaha, ist das hehehehe. Ich bin ein bisschen homoerotisch jetzt. Got a favor to ask you. You want me on your team, right? Hm? A major blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. Von wegen kann ich wieder Blitzball, ist nur Lüge. I'm sure someone there will recognize you. Then you can go back to your old team, right? It'll be fun.
What do you say, huh? Come on, come on! Hier war viel mehr im Untertitelspiel, als er sagt. Also an Wörtern allein. Sure thing. Dude, our team is gonna rock, eh? Was sie einfach... Das ist so irritierend. Then the Blitzball and Sin were the only two Untertitel things Spira und Sparta. And Zanarkin had in common. I wasn't too far off either. This is where I was born. I started Blitz when I was 5. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. 10 years. And we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. Was für ein Loser. Die beiden Kickers, das hat ja dann auch geholfen mit Strago. After quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. Long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say, what's our goal, you say, victory! When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Klar ist das. Will auch gewinnen. So, aber heute ist genug Final Fantasy X. Das ist schon wieder, also, bisher schlägt mir es eher auf den Magen. Ich sehe mich schon fast das Spiel vorher abbrechen, bevor ich durch bin, aber... Nee, ich muss durchhalten. Einfach nur... Ich muss einfach rausfinden, was im Spiel so gut sein soll. Es gibt bestimmt irgendwas, was mir noch zusagt. Bisher macht mir das Spiel es echt nicht leicht, was das angeht. Na gut. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Wir sehen, was dann passiert. Ja, ich bin gespannt. Ciao!